Hallo zusammen, wir fertigen heute so ein Brett und wie man unschwer erkennen kann für die Freiwillige Feuerwehr. Zwei Mikrocontroller erzeugen dieses Lauflicht und leuchten das Ganze schön aus. Und ich muss zugeben, es ist das Coolste, das ich bis jetzt gebaut habe. Wir starten mit dem ersten Werkzeug und der Dichtschnur. Als Rohmaterial kommt übrigens Eiche zum Einsatz. Hier kann man sehen, wie die Werkzeuglänge vermessen wird. Und hier in der Nahaufnahme, es ist ein spezieller Holzfräser von der Firma Fraserbit. Ich blende den Typ unten ein. Wie immer muss XYZ bestimmt werden und dann kann es auch schon losgehen. Viel Spaß! Wir machen weiter mit der hintersten Platte. Zum Einsatz kommt ein Einschneider ebenfalls von der Firma Fraserbit. Den Typ blende ich unten ein. Bei dem Rohmaterial handelt es sich um eine HPL-Platte, 6 mm stark. Und so sieht das Ganze fertig aus. Ich bin sehr zufrieden, deswegen machen wir jetzt weiter mit dem Epoxy. Die komplette Gravur wird etwa bis zur Hälfte mit klarem Epoxy aufgefüllt. Damit versiegle ich die Wände und habe auch schon eine schöne Basis. So sieht das Ganze nach dem Aushärten aus. Ich habe das Ganze leicht angeschliffen und nun kommt das rote und weiße Epoxy zum Einsatz. Leider schluckt das weiße Epoxy viel zu viel Licht und da muss ich mir was einfallen lassen, aber dazu später mehr. Als nächstes eine Planoperation von unten und oben. Als nächstes ist die Tasche bzw. die Taschen auf der Rückseite dran.
Wie bereits erwähnt, schluckt das weiße Epoxy viel zu viel Licht. Deswegen habe ich erst die Materialstärke ausgemessen und habe dann eine großzügige Tasche im Bereich des weißen Epoxys ausgefräst. Nach der Aktion betrug die Wandstärke gerade mal 1,55 mm. Um eine gewisse Stabilität wiederherzustellen, wurde es dann wieder mit klarem Epoxy aufgefüllt. Man kann hier auf dem Epoxy Papier erkennen. Ich greife jetzt mal etwas vor und zeige euch, wie es aussieht mit und ohne Papier. Am Buchstabe W kann man das ganz deutlich sehen. Ohne sind die Pixel ganz deutlich zu sehen und mit verschwimmt es schön. Kommen wir zur Elektronik. Wie man sehen kann, sind die LED-Streifen schon aufgeklebt. Es handelt sich hierbei um den sehr verbreiteten Typ WS2812. Das sind LED-Streifen, die über eine Busleitung angesprochen werden. Es werden die Leitungen für die Betriebsspannung und die Datenleitung angelötet. Dieser Controller kommt zum Einsatz, ein Arduino Nano. Ich muss sagen, ich bin ein richtiger Fan von diesem Typ, der ist sehr klein und echt leistungsstark. Nachdem auch hier die Betriebsspannung angeschlossen wurde, kann das Ganze mal getestet werden. Das hier war so der erste Entwurf und ich muss sagen, sieht gut aus. Also machen wir weiter. Hier kann man sehen, dass zwei Controller zum Einsatz kommen. Der erste Controller, das ist der Master, er steuert die rote LED. Der zweite Controller, der Slave Controller, steuert nur die weiße Beleuchtung und wird vom Master getriggert. An der Stelle wollte ich einfach mal das Brett drüberlegen und mal schauen, wie das überhaupt wirkt. Und ich muss sagen, ich war an dieser Stelle echt geflasht. Es sieht super aus. Und ihr könnt mir glauben, in echt noch viel, viel schöner. Als nächstes werden die Leitungen verlegt. Das Ganze mache ich mit Heißkleber. Da das Aushärten immer so lange dauert, habe ich mir ein Kältespray zugelegt. Einfach kurz gegenhalten und schon kann man weitermachen. Die Leitungen sind sauber verlegt und nun wird nochmal geschaut, wie das Ganze wirkt. Hier ist noch kein Papier unterlegt. So wird das Ganze demontiert. Wie man sehen kann, ist auch schon der Akku in Betrieb. Zwischen dem Akku und der HPL-Platte sitzt eine kleine Spule, um das Ganze einfach berührungslos laden zu können. Wie bereits erwähnt, gibt es einen Master und einen Slave-Controller. Ich bringe jetzt den Slave mit Absicht aus dem Takt, nur um zu schauen, ob die Synchronisierung auch einwandfrei funktioniert. Die Elektronik ist fertig und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Man kann auch hier schön die Rampa-Gewindemuffen sehen. Damit wird das Ganze zusammengehalten. Ich bin sehr zufrieden und auch die Haptik ist wirklich sehr, sehr gelungen. Es ist sehr, sehr weich und fühlt sich einfach gut an. Ja, wie bereits erwähnt, das wahrscheinlich schönste Projekt. Etwa in diesem Bereich hier sitzt die Spule für das induktive Laden. Mit so einem einfachen Lader kann man einfach dran gehen. Die Powerbank erkennt, dass es geladen wird und deaktiviert seinen Ausgang. Das wirklich Tolle ist, man kann es einfach von der Ladeplattform anheben. Die Powerbank springt an. Man muss nur kurz warten, bis auch die Controller hochgefahren sind und dann aktiviert es sich automatisch.
Wenn man es wieder laden möchte, einfach auflegen und kurz warten. Nun wollen wir natürlich noch wissen, wie lange hebt denn so eine Powerbank eigentlich? Um etwa 17.14 Uhr, 17.15 Uhr schalten wir die Last zu und schauen einfach mal, wie lang so ein Akku hebt. Uhr, also hat der Akku rund 4 Stunden im Dauerbetrieb gehalten. Ich finde, damit kann man leben. Wir sind am Ende. Auch in Sachen Bildmaterial hat sich da echt was angehäuft. Also ich muss sagen, es hat Spaß gemacht und mal schauen, was wir als nächstes machen. Bis dann. Ciao.